Heute Morgen musste ich aus den sozialen Netzwerken erfahren, dass der berühmte New Yorker Fotograf Bert Stern verstorben ist im Alter von, ja, 83 Jahren. Bert Stern war einer der ganz großen Werbefotografen der 50er und 60er Jahre. Er war einer der großen Modefotografen, arbeitete unter anderem für die Vogue. Und wer heute Filme oder Serien anschaut wie Mad Men, sieht, wie in welcher Zeit Bert Stern groß geworden ist. Bert Stern ist aber auch groß geworden und bekannt geworden durch die Fotos mit Marilyn Monroe. Er hatte im Juni 62 im Bel Air Hotel in Los Angeles eine dreitägige Fotosession mit Marilyn Monroe und entstanden sind die letzten Fotos der großen Sexikone Marilyn Monroe. Jahre später ist dann dieses Buch erschienen. Hier in Deutschland bei Schirmer und Musel, Bert Stern, Marilyn Monroe, Last Sitting, das sind die kompletten Fotos. Es sind die 2571 Fotografien, die in dieser Fotosession entstanden sind. Ganz, ganz gewaltige, schöne Bilder, ganz tolle Bilder mit Marilyn Monroe. The Complete Last Sitting, 2571 Fotografien. Und hier in dem Buch sind sie alle drin. Und wir wissen ja auch, Juni 62 war die Fotosession, August 62, 5. August ist Marilyn Monroe verstorben. Das sind die letzten Bilder von Marilyn Monroe. Und schauen wir mal rein. Der Text am Anfang, sehr, sehr schön. Er beschreibt sehr ausführlich, wie es zu den Gesprächen mit Marilyn Monroe kam, wie die Session ablief. Also für alle Leute, die Fotografieinteresse haben, lohnt sich wirklich, wie man mit so einer Diva umgeht. Ja, und dann kommen wir zu den Tafeln, zu den berühmten Fotografien. Marilyn Monroe war dort nackt. Der Text zeigt auch sehr schön, wie er es geschafft hat, mit Marilyn Monroe ins Gespräch zu kommen, wie er sie überzeugt hat, wie die Frau ja 3 Tage lang von einem Extrem ins andere kam. Sie hat sehr viel mit Schmuck gearbeitet, sieht man hier sehr schön auf den Bildern. Und Marilyn Monroe hatte ziemliche Angst, weil sie in den Anfangsphase oder in diesen Anfangsphase der Fotografie unsicher war, sie war eine sehr unsichere Frau scheinbar, dass man ihre Narbe sieht, weil sie hatte vor ein paar Tagen vor dieser Fotosession eine Operation und man sieht auf einigen Bildern, auch hier sieht man sehr, sehr deutlich diese Narbe, diese Operationsnarbe und er hat es aber, das kann man natürlich dann mit Make-up und Retusche wegmachen. Aber er hat hier, Bert Stern hat hier eine wunderbare Erinnerung an Marilyn Monroe gemacht. Viele, 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 viele schöne Bilder, viele erschreckende Bilder. Und man sieht auch eine zerstörte, kaputte Frau. Aber man sieht auch eine wunderschöne Frau, die ja nochmal sich in Szene setzt vor der Kamera. Dieses Bild kennen wir hier. Das ist eine Ikone der Fotografie, diese Sachen hier. Hier sind alle da, mal mit Tüchern, mal mit Schmuck, mal mit Pelz, mit Stola. Viele Schwarz-Weiß-Bilder und natürlich viele Farbbilder. Der zweite Teil ist sehr viel Schwarz-Weiß. Man sieht, was an so einer Fotosession geschossen wird an Material. Tolle Sache. Schaut euch dieses Buch an und behaltet Bert Stern in Erinnerung. Schaut euch seine Werke an im Museum of Modern Art, sind sie zu sehen. Vielleicht gibt es dieses Buch bei Schirmer und Mosel nochmal irgendwo in Restbeständen zu kaufen oder bei eBay oder bei Amazon oder sonst wo in euren Quellen. Es lohnt sich jeder Fotograf, der in Sachen Werbung unterwegs ist und vor allem natürlich in Sachen Mode unterwegs ist, sollte diese Fotos mal angeschaut haben. Tolle Sache und ja. Schade, dass Bert Stern im Alter von 83 Jahren jetzt gestorben ist. Das ist sein Vermächtnis. Dankeschön.